Ja, moin Freunde. So, heute sind wir mal nicht auf dem Bock unterwegs, aber ich habe euch hier eine Kleinigkeit mitgebracht und was das ist und was hier drin ist, das zeige ich euch nach dem Intro. Also, bis gleich. Ja, da ich schon seit langer Zeit irgendwie auf der Suche nach einer vernünftigen Satteltasche bin, die halt nicht aufträgt am Fahrrad und ja, quasi die man nicht sieht am Fahrrad, und es irgendwie am Markt nichts Vernünftiges gibt. Die sind alle so groß und alle schwer und ach, weiß ich auch nicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, baust du dir selber eine. Und ich habe hier im Internet von Conti, ist das glaube ich, das ist so ein Erste-Hilfe-Set für Pannenschutz, sagen wir mal so. Und da ist ein Schlauch drin und zwei Reifenheber, die habe ich halt rausgenommen. Und habe dann hier diese wirklich extrem kleine, kompakte Satteltasche, wasserfest, ne, wohlgemerkt. Ihr habt hier halt so einen Klettverschluss dran und die ist super geräumig. Ich habe da jetzt einiges an Werkzeug drin und was da drin ist, das zeige ich euch mal eben. Reißverschluss ist klar, ne? Machst du offen und dann hast du hier halt, ich zeige das mal so, ich hoffe, man kann das so sehen einigermaßen, bisschen was an Werkzeug in Erster Hilfe, die man halt unterwegs so braucht, wenn man irgendwie Platten hat oder sonst irgendwas am Fahrrad. Und ja, was das ist, zeige ich euch mal eben. Also, wir haben hier ein Multitool. Mir war wichtig, dass das Multitool quasi einen Kettennieter hat und das ist hier gegeben. Der war gar nicht so teuer, hat glaube ich 9 Euro gekostet oder so. Du hast hier den Kettennieter, alles mögliche an Werkzeug, was man so braucht unterwegs, ist hier dran. Mega geiles Teil, wie gesagt 9 Euro, ist nicht der leichteste, aber irgendwo muss man ja einen Kompromiss eingehen und ja, das zum Ersten. Des Weiteren habe ich mir gedacht, was sollst du eine große Luftpumpe mitschleppen, wenn es auch dieses kleine Tool hier tut. Das ist vom MagOff. Das ist so eine CO2-Kartusche. Kam bis jetzt einmal zum Einsatz. Dieser lilane Ring hier oder Purple Ring quasi, schraubst du einfach aufs Ventil drauf, dann drückst du ab und dann ist der Reifen ruckzuck wieder voll. Geht für Mountainbikes genauso wie für Rennräder, Gravelbikes, alles mögliche ist damit machbar. Und super leicht. Super klein, also du musst keine riesengroße Luftpumpe mitnehmen, wenn du das hier hast. Wie gesagt, ich fahre tubeless, dafür ist dieses Teil halt ganz gut geeignet, ne, wenn man unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, auf jeden Fall ist es relativ teuer, es kostet 35 Euro, das gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Ja, ich bin jetzt bei MagOff geblieben, weil es war das Einzige, was im Laden gab. Also. Dann haben wir noch hier zwei Reifenheber dabei, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wirklich einfach nur zur Not, dass man die dabei hat, falls mal was ist. Zwei Stück, fressen kein Brot, nehmen keinen Platz weg in dem Gerät. Ja, super. Dann haben wir noch, ich zeige euch mal, wie gesagt, ich fahre ja tubeless. Und dann haben wir halt so zwei, oder da habe ich halt so zwei Werkzeuge dabei. Diese beiden hier, das ist einmal um diese tubeless ja, Streifen tubeless Bürste da in das Loch reinzustechen, damit es halt wieder dicht ist. Und dieses Teil benutzt halt vorher, um das Loch ein bisschen aufzureiben, ein bisschen sauber zu machen und die Oberfläche ein bisschen zu vergrößern, damit diese tubeless Streifen da halt vernünftig drin hält. Ja, diese beiden Tools sind immer dabei und natürlich auch diese Streifen, diese Kautschukstreifen, ich glaube, dass es Kautschuk ist, haben wir auch nochmal dabei. Das sind dann diese beiden hier, einmal in klein. Und einmal in so rum, in größer. Ne? Super nützlich, wiegen nichts. Dann haben wir als nächstes, falls man wirklich die Kette reißen sollte, haben wir so zwei so Kettenverschlüsse dabei. Ja, man weiß ja nie. Ne? Kann ja auch sein, dass man vielleicht einen anderen Radfahrer trifft, dem ist die Kette gerissen oder so und man kann ihm helfen. Warum nicht? Ne? Wiegt auch nichts. Haben wir auch dabei. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen Kleingedöns dabei. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ist einfach so eine Ventilkappe, ein Ventil an sich nochmal, ein paar Dichtungsringe und das Goldene hier, das ist so ein Adapter, falls man an der Tankstelle ist und die Kartusche leer ist, kann ja sein. Dann kann man sich da mit diesem Adapter helfen und den Reifen halt etwas aufpumpen. Ja, und das war es halt im Großen und Ganzen. Mega praktisch die Tasche. Ich verlinke euch die ganzen Klamotten, die ich habe, einfach mal in meiner Videobeschreibung. Könnt ihr selber gucken, ob das was für euch ist oder nicht. Und ja, ich glaube insgesamt, diese ganze Tasche mit dem ganzen Gelumpo da drin wiegt so um die 400 Gramm. Ich habe das mal gewogen für euch, könnt ihr euch mal angucken. Und ist besser als nichts. Ne? Und 400 Gramm, ja, ich weiß nicht, ob man da am falschen Ende sparen sollte oder was. Ich habe es jetzt immer dabei, es trägt wirklich nicht auf am Fahrrad, man erkennt es kaum und das ist halt mega geil. Ne?
Also, wenn euch das Video gefallen hat und euch hat das ein bisschen geholfen und ihr sagt, ja, das ist eine gute Idee, lasst mir doch einen Daumen da und ein Abo, da würde ich mich super drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Also, macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen.